Ja, hallo alle zusammen. Impressionen von der Tanki Nummer 15. Vergesst die Hörprobe, die ich zuerst hochgeladen habe. Ich habe das Instrument jetzt mal kennengelernt, so ein bisschen. Ich habe die Füßchen wieder abgemacht, die haben mir nicht gefallen. Da hat sie sich erfolgreich gegen gesträubt irgendwie. Und jetzt steht sie nur auf so einem Ring. Man kann beide Seiten spielen und die hören sich auch unterschiedlich an, obwohl sie gleich gestimmt sind. Und ha, passt mal auf. Ja, ich hoffe, man hört es, die klingt ewig nach. Total irre Obertöne zwischen den Klängen, also zwischen den einzelnen Schlagzonen. Jetzt drehe ich sie mal rum. Auf der einen Seite sind jetzt halt drei Löcher, wo die Füßchen waren. Thank you.
Entschuldigung, so lang soll es gar nicht werden. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Schönen Abend noch.